Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der AIDA Sprechstunde. Heute wieder mit Dr. Med-Gunter Frank und Dr. Kai Klapprothe. Wir reden wie jeden Mittwoch über Themen aus den Bereichen Gesundheit, Wissenschaft und Medizin. Genau, und wir pflegen wie immer unseren pragmatisch-wissenschaftlichen Stil und gönnen uns eine freie Meinung. Wir sind wieder online, Kai. Ja, diese Woche sind wir hoffentlich wieder online. Genau, da hatten wir ja einige Probleme beim letzten Mal. Beim vorletzten Mal eigentlich, muss man schon sagen, ja, aber wir bemühen uns natürlich weiterhin, alles mit Quellen zu unterlegen. Wir haben immer alles, was wir hier besprechen, werden wir gut vernetzen, verlinken mit verschiedenen Literaturangaben. Also eigentlich bewegen wir uns hier auf ziemlich sicherem Terrain. Genau, was allerdings in der heutigen Zeit nichts bedeutet, haben Nein, wir festgestellt. Nein, bedeutet ja. Nichts, überhaupt nichts. Genau. Studien. Wir reden gerne über Studien. Hast du irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Ja, da gab es noch diese interessante Studie mit den IgG4-Antikörpern. Mhm. Und zwar bezüglich genesener Covid-Patienten und bezüglich der Covid-Impfung. Aber ich glaube, du kennst die Studie auch. Ja. Und du bist als Immunologe erstmal hier gefordert, das zu erklären, was sie da gemacht haben. Also das ist ein unheimlich spannendes Thema. Ich habe tatsächlich das erste Mal von diesem IgG4-Bias gelesen. Ich glaube, das war Anfang des Jahres. Ich meine, das war sogar eine Studie aus Erlangen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Man muss grundsätzlich erstmal wissen, was ist dieses IgG4? Mhm. Also wir haben ja als Mensch verschiedene Antikörperklassen. Das ist IgM, IgD, IgA und IgG. Und diese IgG4-Klassen unterteilen sich dann nochmal in Unterklassen. Das ist, bei Menschen sind das also IgG1 bis 4. Und die haben alle unterschiedliche Funktionen. Ja, man weiß ziemlich genau, IgG1, IgG3, das sind Antikörper, die sind ganz, ganz wichtig auch für die Infektabwehr, weil sie eine Inflammation hervorrufen, also eine Entzündungsreaktion. IgG2 ist eher was Abmilderndes, eher bei Helminteninfektionen, also Wurminfektionen wichtig. Also diese drei, die du genannt hast, die richten sich gegen einen Erreger. Genau, die errichten sich eigentlich alle gegen einen Erreger. Die haben alle eine gewisse Spezifität für was Bestimmtes. Also jeder Antikörper erkennt ja sein bestimmtes Antigen, das Epitop, auf dem Erreger. Also für jedes Epitop kann man im Prinzip einen Antikörper entwickeln. Und die unterscheiden sich, also diese ganzen Subklassen unterscheiden sich in ihrer konstanten Region. Das ist also der Bereich des Antikörpers, der nicht für die Bindung zuständig ist, sondern der für die Aktivität zuständig ist. Und was macht IgG4? Das ist interessant. Das weiß man eigentlich gar nicht. Mhm. Also es gibt über IgG4 weiß man am wenigsten. Wir wissen gar nicht genau, warum man das hat, weil IgG4 unterscheidet sich von den anderen Antikörpern dahingehend, dass es eigentlich keine Funktion auslöst. Mhm. Also der konstante Teil von IgG1 oder IgG3, der wird von bestimmten Rezeptoren gebunden, bestimmten Erkennungsmolekülen auf Immunzellen, die dann aktiviert werden oder die in einer bestimmten Art und Weise reagieren. Mhm. Die zum Beispiel dann dadurch reagieren, dass sie einen gebundenen Erreger auffressen. Mhm. Bei IgG4 ist das nun so, da haben wir keinen Rezeptor, der das wirklich erkennt. Mhm. IgG4 bindet zwar den Erreger oder das Epitop, die entsprechende Struktur auf dem Erreger, löst aber keine Inflammation aus. Mhm. Man vermutet, dass IgG4 tatsächlich eher sowas ist wie eine Art dämpfender Antikörper, so eine Art Abschaltfunktion des Immunsystems beinhaltet, dass er eigentlich eher eine Toleranz induziert. Mhm. Weil man auch festgestellt hat, bei Antigenen, also Epitopen, Strukturen, die kontinuierlich kommen oder die immer wieder kommen, wie zum Beispiel eine Corona-Impfung, die man ja ständig wiederholt, dann kommen diese IgG4-Antikörper. Mhm. Und das sind möglicherweise Antikörper, die dann das Immunsystem abschwächen, sodass das Immunsystem dagegen tolerant wird. Man muss ja sagen, das Immunsystem kann sich ja immer auch gegen eigene Körperzellen richten. Ja. Also man braucht irgendwie einen Mechanismus, der auch das eigene Immunsystem so eindämmt. Also man könnte fast sagen, so eine Art Feldjäger, also die IgG4. Ja. Die so die außer Rand und Band geratenen vielleicht ein bisschen einfangen kann. Also es gibt, da hast du vollkommen recht, das Immunsystem lernt im Laufe, das ist ständig am Lernen, was ist fremd, was ist Körperstruktur, was kann ich tolerieren und was sollte ich bekämpfen. Das Immunsystem ist ständig eigentlich in diesem Lernprozess und da gibt es verschiedene Ebenen, wie das Immunsystem auch gegen bestimmte Strukturen Toleranz induziert. Ja. Notwendigerweise, weil wir sonst gegen irgendwelche harmlosen Substanzen eine Immunreaktion, eine Inflammation zum Beispiel haben, wie zum Beispiel bei der Allergie. Genau. Und da benutzt man diesen Mechanismus ja bei der Hypersensibilisierung, dass sich das Antigen, also zum Beispiel Haselnuss oder Katzenhaar, so oft
das Immunsystem aussetze durch halt diese Auftragung auf die Haut oder auch unter die Zunge wird es ja teilweise auch gesprüht. Und dass dann quasi irgendwann das Immunsystem einfach ermattet und nicht mehr reagiert auf das Antigen und die Leute dann ihre Allergie für so 5, 7 Jahre verlieren. Das ist so ein Effekt, den will man da ja haben. Aber bei einer Impfung will man ihn ja gerade nicht haben. Also es gibt da unterschiedliche Mechanismen. Also gerade diese Desensibilisierung, wie man das ja auch nennt, die kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Das hat eigentlich nicht unbedingt was mit IgG4 zwangsläufig zu tun. Also wir haben auch andere Immunzellen, das sind regulatorische Zellen, die T4-Zellen, das sind hauptsächlich ja. T-Zellen, die regulatorische T-Zellen sind da beteiligt. Aber auch B-Zellen können reguliert werden. Es gibt auch regulatorische Zellen, die hier die B-Zell-Antwort beeinflussen. Der IgG4-Antikörper ist nochmal eine andere Geschichte. Bei dem IgG4-Antikörper weiß man nicht wirklich, warum wir den haben. Der scheint wirklich dann aktiviert zu werden, so als Notfallsystem, ja, um den Körper möglicherweise zu schützen. Aber genaues weiß man nicht. Man fängt an zu spekulieren. Mhm. Was aber jetzt interessant ist, was man festgestellt hat in dieser Studie, um jetzt hier den Bogen zurückzuschlagen, Anfang des Jahres, das war, dass bei Menschen, die mRNA-Impfungen erhalten, die zweite und besonders die dritte, die Booster-Impfung, der Anteil der spezifischen IgG4-Antikörper, der springt ganz schnell nach oben. Während wir normalerweise IgG4-Konzentrationen haben, die unter 1% liegen, war der durchschnittliche IgG4-Anteil bei diesen Personen nach der dritten Boosterimpfung, der stieg im Schnitt auf 20% und war teilweise noch viel höher. Das war vollkommen überraschend und ist schwer einzuordnen. Eigentlich nicht, weil, wenn ich es richtig mich erinnere, hat das Bakti vorausgesagt, dass eben diese immunsuppressierenden, sage ich mal, Prozesse getriggert werden durch eine mRNA-Impfung. Ja, das stimmt. Hat er eigentlich spezifisch IgG4 angesprochen? Was hat Bakti gesagt? Meines Wissens nicht, aber es ist tatsächlich so, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie das Immunsystem reagieren kann. Entweder kontinuierlich angeregt, aktiv, oder das Gegenteil. Es versucht sich selber quasi runter zu regulieren, weil eine Immunreaktion ja immer auch einen Gewebeschaden, immer auch einen Körperschaden hervorruft, immer auch Energie konsumiert. Das heißt, das war von Professor Bakti richtig interpretiert. Bei vielen Leuten wird es eine Runterregulation der Immunantwort geben. Bei vielen Leuten könnte es sein, dass es eine Art von Desensibilisierung geben könnte, auch gerade hinsichtlich von Corona-Infektionen, gerade hinsichtlich von Epitopen-Antigenen, die bei SARS-CoV-2 eine große Rolle spielen. Also in dem Fall das Spike-Protein. Das heißt, im Endeffekt könnte es passieren, dass die Leute, die sich so haben impfen lassen, weniger starke Immunität gegen das eigentliche Virus bekommen, als Menschen, die nicht geimpft sind. Jetzt wird es interessant, weil, wenn ich es richtig gelesen habe, betrifft das Genesene weniger als Menschen, die noch nicht mit SARS-CoV-2 zu tun hatten. Ja, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Also ich übersetze es mal in die einfache Sprache eines Allgemeinarztes. Also wenn ich genesen bin, habe ich ja Antikörper gegen die Virus-Spikes. Mhm. Und jetzt habe ich einen Impfstoff, der genau diese Spikes produziert. Und diese Spikes haben wir ja nun wirklich eine überwältigende wissenschaftliche Datenlage, dass diese Spikes toxisch sind und viele Arten von Nebenwirkungen hervorrufen. Wenn ich aber Antikörper gegen diese Spikes habe, dann könnte es ja sein, dass der Genesene diese Impfspikes besser unschädlich machen kann als der Nicht-Genesene. Das ist so die Idee. Glaubst du, da ist was dran? Es kann sein. Es ist tatsächlich überraschend, dass wir hier eine vollkommen unterschiedliche Reaktion haben. Also wir sehen zum Beispiel diese IgG4-Produktion auch eigentlich nur bei Menschen, die eine mRNA-Impfung hatten. Also es hängt nicht alleine von der, es hängt nicht davon ab, ob jemand gegen Covid geimpft ist, sondern es hängt obendrein noch davon ab, ob er eine mRNA-Impfung erhalten hat. Weil die vektorbasierten Impfstoffe, die induzieren das offensichtlich nicht. Weil das wäre ja die erste, zumindest mal plausible These, warum dieses Paradox, was wir ja sehen, zutrifft, nämlich dass Schweden trotz hoher Impfquote keine jetzt Übersterblichkeit hat in den Jahren 2021-2022. Und das ist ja eigentlich ungewöhnlich, wenn man davon ausgeht, dass die Impfung zu einer erhöhten Todesrate führt. Gut, das ist natürlich spekulativ. Also spekulieren wir jetzt, dass das direkt zusammenhängt. Aber es passt es ist ein interessanter Punkt. Weil es passt ja nicht so richtig ins Bild, dass also in Schweden eben die allgemeine Übersterblichkeit nicht zu sehen ist. Das stimmt. Die Schweden haben auch eine hohe durch Impfung.
Die hatten weniger Lockdown-Maßnahmen und deshalb hatten sie wahrscheinlich eine höhere Durchseuchung am Anfang. Das genau, die haben eine höhere Durchseuchung. Das ist durchaus richtig. Und das heißt, die Studie, die du jetzt zitiert hast am Anfang, ist ja genau das, was sie hier gezeigt haben, ist, dass die Menschen, die die Impfung erst nach der Infektion bekommen haben, dass die diesen IgG4-Überschuss offensichtlich nicht entwickeln. Mhm. Also das Interessante an der Beobachtung hier ist, es hängt zum einen ab von der Art der Impfung, nämlich mRNA macht diesen IgG4-Überschuss, und das hängt aber dann auf der anderen Seite auch ab von der Reihenfolge. Mhm. Wenn ich erst eine mRNA-Impfung hatte und dann später noch eine mRNA-Impfung oder eine Infektion, dann habe ich diesen Bias, dann habe ich diesen Überhang an IgG4. Aber umgekehrt, wenn ich zuerst infiziert worden bin und hinterher kommt die Impfung obendrauf, dann scheint das komplett andere Effekte zu machen. Das heißt, das Immunsystem wird hier offensichtlich in eine ganz andere Richtung stimuliert oder dirigiert. Und das ist etwas, was wir momentan ganz schwer erklären können. Ja, das ist wirklich spannend. Vielleicht bleiben wir ganz kurz mal bei Schweden, nicht? Bei diesem Thema, weil es ja immer wieder aufkommt. Und ich finde es auch völlig berechtigt, wenn jemand sagt, naja, wird behauptet, dass die Impfung zu einer Übersterblichkeit führt. Aber dann müsste es in Schweden ja auch so genau gewesen sein. Das mit der Übersterblichkeit ist halt so eine Sache. Die wird ja eigentlich definiert von den über 80-Jährigen. Also die dominieren die Sterberate natürlicherweise. Es sind nicht die 50- oder die 60-Jährigen, es sind die 80-Jährigen. Und wir haben bei Covid natürlich ein Sterbealter oberhalb der Lebenserwartung. Mhm. In Schweden waren es, glaube ich, 86 Jahre, Durchschnittstodesalter bei Covid. Und bei, wie wir stark annehmen müssen, sind bei der Covid-Impfung aber eben auch 50-Jährige, 60-Jährige oder vielleicht sogar junge Menschen, noch jüngere Menschen gestorben. Und diese Todeszahlen der jüngeren Menschen, die fallen kaum in die Übersterblichkeit rein, weil die insgesamt weniger sind. Also ein bisschen eine Grippewelle bei den Älteren hat schon viel, viel mehr Effekte als eine erhöhte Todesrate und einen Herzinfarkt bei 50-Jährigen. Deswegen glaube ich, bei der ganzen Übersterblichkeit sollte man eigentlich mal trennen über 60, unter 60. Dann würden die Effekte, glaube ich, klarer sein. Und dann würde mich immer interessieren, ob in Schweden eine Auffälligkeit wäre. Weil bei Schweden war es natürlich so gewesen, dass am Anfang, als das Virus in die Altersheime kam, wie jedes Grippevirus, dort halt eine hohe Todeszahl verursachen kann. Das war in Schweden ja der Fall. Und dass halt dann besonders viele alte, geschwächte Menschen quasi weggestorben sind im Jahr 2020. Und dass die natürlich in den 21, 22 dann fehlen. Also das ist, Übersterblichkeit ist tricky. Ja, da muss man sehr viel differenzieren. Ich glaube, man müsste den Blick auch ein bisschen mehr auf die bis 60-Jährigen richten, um zu sehen, was die Impfung da angerichtet hat. Weil wenn man in die älteren Regionen reingeht, da sind so viele andere Möglichkeiten der Todesursachen da. Ja, das ist so stark beeinflusst auch von den Vorjahren, dass es da schwierig ist zu vergleichen. Also das müsste man nochmal genau aufwieseln. Aber diese Studie zumindest ist eine sehr interessante Sache, weil nämlich die könnte auch dazu beitragen, dass eben Schweden, weil ohne Lockdown hat das SARS-CoV-2 konnte sich schneller verbreiten wahrscheinlich. Ich glaube, da gibt es auch Indizien dafür. Und dann trafen die natürlich traf die Impfung auf ein vorbereitetes Immunsystem. Also was das ist vollkommen richtig. Ich darf gerade noch mal kurz, ich muss mal gerade meinen Kopf ordnen. Also ich sage gerade, dass derjenige, der Covid infiziert war, gut dran war, er war vor der Impfung geschützt. Genau. Also, durch die Infektion vor der Impfung schützen. Das ist die neue Strategie der Infektionsvorsorge. Genau. Okay, gut. Aber es scheint was dran zu sein. Ja. Also erst nochmal zu dem Punkt der Übersterblichkeit. Ich habe ja eben gesagt, das ist eine Spekulation. Aber es gibt auch gerade da im Hinblick auf diese IgG4-Antikörper, gibt es Stimmen? Ich muss nachschauen. Es gab ein Letter zumindest zu einem renommierten Journal, wo beobachtet worden ist, dass bei den Todesfällen überproportional oft dieser IgG4-Überhang da war. Ja. Also das ist eine gewisse...
Ist natürlich auch immer schwierig mit kausal zusammenhängen, ja, können wir ja nicht genau sagen. Aber es gibt zumindest Hinweise, dass man da mal nachschauen könnte. Und natürlich, es wäre hochinteressant, sich mal anzuschauen, wie ist das eigentlich in den Ländern, in denen später geimpft wurde. Es gab ja nicht überall gleichzeitig den Impfstoff. Israel zum Beispiel war ja sehr, sehr früh dran, sehr war die erste. Und nur mRNA. Ja, es wäre jetzt mal interessant zu sehen, wie ist denn zum Beispiel der IgG4-Anteil in der Bevölkerung in Israel verglichen mit der Bevölkerung zum Beispiel in Schweden oder in einem Land, was relativ spät geimpft hat. Das wissen wir nicht. Aber das wäre spannend. Israel übrigens, da war ich, das war glaube ich 21 Mal bei Servus TV in so einer Talkrunde, so mittags, glaube ich, rechts, links, Mitte, so irgendwie hieß das, glaube ich. Und da war die Wirtschaftsredakteurin der Taz, heißt sie Ulrike Herrmann, glaube ja. Ein bekanntes Fernsehgesicht, ist öfters in Talkshows und die tritt eigentlich für einen strammen Sozialismus ein. Und dann haben wir es drüber gehabt und dann habe ich mir die Aufzeichnung angeschaut. Da habe ich das nämlich überhört, was sie sagte, sonst hätte ich da ganz anders reagiert. Sie sagte wirklich, dass die EU großzügigerweise Israel große Kontingente eingeräumt hat, weil Israel sollte das Versuchsland sein. Hat sie gesagt? Ja, und habe ich nochmal gegoogelt und Netanyahu hat auch sowas in der Richtung auch gesagt. Ja, also das muss man sich aber vorstellen, man hat Israel zum Versuchsland einer experimentellen Impfung gemacht. Da habe ich mal schlucken müssen. Ja? Ja. Und da darf man auch wieder mal als Deutscher noch mal zweimal schlucken. Irre. Es ist irre, aber es war ja auch bei uns so. Ich weiß nicht genau, woher das kam, aber das gerade dieses BioNTech-Produkt, Comirnaty, galt ja auch bei uns als das Top-Produkt. Ja? Also das war das Beste, was man kriegen konnte. Der Mercedes unter den Impfstoffen hieß es. Also ist auch ein interessanter Punkt, Impfstoffe. Wir sagen immer Impfstoffe, möchte ich auch gerne mal darauf hinweisen. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, dass man das ja nicht sagen darf. Wir dürfen ja nicht von Impfungen reden. Also mir hat jetzt jemand erklärt, ich sei gar kein richtiger Immunologe oder Biologe, wenn ich das als Impfung bezeichnen würde, weil es ist ja eigentlich keine Impfung. Also ich sehe das so, das ist einfach in der Kommunikation einfacher. Wir werden weiterhin von Impfstoffen reden, wir werden weiterhin von Impfungen reden, auch wenn uns natürlich klar ist, dass es nicht funktioniert. Ja, ich schreibe in den Büchern auch ganz bewusst von Genimpfung. Warum? Damit die Leute wissen, wenn der Arzt sagt, sie kriegen jetzt eine Impfung, dass das eben auch mRNA-Technologie sein könnte. Ganz genau. Und deswegen finde ich das bewusst, Impfung zu sagen, also besser eigentlich Genimpfung, damit den Leuten klar wird, hoppla, es wird als Impfung mir angeboten. Oder vielleicht auch mal durchgesetzt, als Zwang hat man ja auch jetzt schon mal. Und da skeptischer zu sein, wenn das Wort Impfung fällt. Genau, das Impfung, das Wort ist gekapert worden, muss man sagen, gekapert worden von der Industrie. Ja, das ist positiv besetzt gewesen über Jahrzehnte, ob zu Recht oder zu Unrecht, da kann man drüber streiten, muss man vielleicht im Einzelfall auch mal drüber diskutieren. Aber im Großen und Ganzen ist das, was wir jetzt als Impfung haben, ist das. Ja, ist das, was jetzt auch auf uns zukommt, das sind immer mehr, ich glaube 40 verschiedene neue mRNA-Produkte in der Pipeline, die jetzt in den nächsten Jahren auf uns zurollen. Das ist das, was man unter Impfung in Zukunft verstehen wird. Deshalb macht es jetzt auch gar keinen Sinn, Sprachpurismus zu betreiben und zu sagen, wir nennen das nicht Impfung, weil es nicht funktioniert. Ja, weil es geht wirklich um was anderes. Es geht leider nicht mehr um die Exaktheit der Zuordnung, sondern die Leute werden da hereingelegt. Und meines Erachtens ist auch die These des Buchs, dass die ganze Chose, die wir erlebt haben, war, das hatte das dezidierte Ziel, diese mRNA-Technologie als neue Arzneimittel einzuführen. Auch wieder darum, ich habe an der Stelle schon mal gesagt, dass wir in der Medizin, wenn ich mich als Hausarzt nehme, mein Gott, ich habe im Prinzip die gleichen Medikamente wie vor 40 Jahren. Also da ist nicht wirklich was wesentlich Neues dazugekommen. Rheumatologie ein bisschen und Chemotherapien schon, aber ansonsten Herzmittel und so, das sind Scheininnovationen, das sind die gleichen Mittel wie vor 40 Jahren im Endeffekt und das ist natürlich schlecht für Rendite, für Chargen, wenn ich keine Patente habe. Also ich brauche eben eine Neuerung, um wieder richtig Geld verdienen zu können. Und das war ganz offensichtlich, ging es bei der ganzen Corona-Krise darum, diese mRNA-Technologie als Impfung durchsetzen zu können, durch die Zulassung zu bringen. Man sieht ja jetzt, dass die ganzen Nachfolgeprodukte jetzt plötzlich einrollen. Ja? Jetzt, wir werden ja überschwemmt werden mit mRNA, weil die natürlich etabliert werden als die Impfstoff-Klassiker, also quasi der Standard. Obwohl nach wie vor die Datenlage nicht nur schlecht ist, sondern kriminell. Also darum ging es eigentlich. Es ging darum, das Tor aufzumachen für diese Arzneimittelstoffklasse.
Und deswegen, jetzt wiederhole ich mich auch wieder, bin ich halt der Meinung, die müssen vor Gericht für diese kriminellen Aktivitäten, sonst werden wir überschwemmt werden mit Arzneimitteln, die nicht geprüft sind und die diese Nebenwirkungspotenzial haben. Und das war ja lange vorbereitet. Ich erinnere mich, ich glaube, es war 2009, dass die EU-Richtlinie oder die EU-Definition für Gentherapien umgeändert worden sind. Mhm. Das war ja damals, so wie ich das auch kenne, ich habe auch viel gentechnologisch gearbeitet im Labor. Wenn ich eine Nukleinsäure, und das ist jetzt RNA oder DNA, in eine Zelle einbringe, ist jetzt egal, ob das mRNA oder DNA ist, ob die in den Zellkern geht oder was die auch immer die da macht, dann ist das Gentechnologie, dann ist das Gentechnik. Und dann ist das, wenn ich das bei Menschen mache, ist das eigentlich ein Gentherapeutikum. Also dann ist das eine Gentherapie. Das wurde aber 2009 umgeändert, die Definition. Da wurde gesagt, wenn es als Impfung bezeichnet wird, also einfach nur als Impfung definiert wird, dann ist es keine Gentechnologie mehr. Dann ist der Rezipient, also derjenige, das bekommt, auch kein gentechnisch veränderter Organismus, sondern ist einfach ein Mensch, der geimpft worden ist. Und dann ist die Aufklärung, die Zustimmungshürden sind deutlich niedriger als... Deutlich niedriger, genau. Gentherapie bleibt. Ja, also auch deutlich niedriger als bei einem normalen Medikament. Mhm. Also auch was die pharmakologischen Tests betrifft, Pharmakokinetik, Pharmakodynamik, ich glaube, die sind bei Impfungen, sind die auch generell niedriger angesetzt als bei normalen Präparaten. Und da muss man wirklich die Parallelen sehen, WHO, Gates-Stiftung, Gain-of-Function-Forschungsnetz der amerikanischen Behörden und was da so gelaufen ist. Da kann man wieder auf die Recherchen von David Martin verweisen. Wie war das bei der Schweinegrippe? Nee, bei SARS schon vorher. SARS-1 war, glaube ich, 2001. Das war 2003, glaube ich. 2003. Auch da ist plötzlich nach der Identifizierung des auslösenden Virus. Ich glaube, das war eine Epidemie gewesen mit etwa 6.000 Todesopfern, wenn ich es richtig weiß. Höchstens. Höchstens. Ja. Aber so in dem Dreh hat man auch zwei Tage später oder so schon das Virus als Patent angemeldet. Irgendwie, also es ist ganz schräg. Also diese Forschungen mit Virenmanipulationen und darauf passenden Impfstoffen, die läuft seit 20 Jahren. Und ja, ja. Und das war klar, dass die das irgendwann zu Geld machen müssen. Und diese ganzen Vorbereitungen, die du genannt hast, dieses Umdichten von Gentherapie auf Impfstoff und so weiter, das sind alles Vorbereitungen für eine Vermarktung. Das darf man sich jetzt nicht so wie vorstellen wie so ein Masterplan, glaube ich. Da ist jetzt niemand ein Masterhirn, was jetzt hier genau den Fahrplan hat mit Milestones und so. Sondern es ist eine Eigendynamik. Eins jagt da das andere. Und im Endeffekt steht die kriminelle Zulassung eines Arzneimittels, was es einfach nicht drauf hat. Ja? Es ist ein Arzneimittel, das bringt es einfach nicht. Ja? Es hat nicht diese schützende Wirkung. Ich muss ja eine Infektion haben, damit ich vor dem Arzneimittel schütze, wie wir gerade gesagt haben. Ja, und es hat diese katastrophalen Nebenwirkungen, wirkt tatsächlich ausgelöst werden. Verunreinigungen oder eben die vielfältigen pathogenen Wirkungen, die wir ja schon beschrieben haben. Es ist der Wahnsinn. Also das ist es geht wirklich nur um Vermarktung. Und es geht dann darum, jetzt wieder politisch, dass wir offensichtlich als Demokratie zu schwach sind, um diese Sachen abzuwehren. Naja, wir sind auch zu vertrauensselig. Wir sind zu vertrauensselig in die sogenannten Experten, die uns ja erklären, was Sache ist. Und die aber auch die Definitionen ständig ändern. Also es ist ja nicht nur, wenn man jetzt, was ich gerade gesagt habe, die Richtlinie der EU wurde geändert, aber es wurden ja auch Definitionen zum Beispiel für die Pandemie wurde ja geändert. Das gab es ja auch. Wir hatten ja früher eine Pandemie erst, war ja nur dann, wenn man auch wirklich viele Todesfälle hatte. Braucht man heute nicht mehr. Und wann wurde die geändert, die Definition? Ja. Genau ein Jahr vor der Schweinegrippe. Genau, das war alles so um die Zeit. Ein bisschen früher, ich glaube 2006 oder 2007, hatten wir, glaube ich, dann diese neuen internationalen Regularien, die in Kraft getreten sind, die dann umgesetzt werden mussten von allen Mitgliedsländern der WHO. Ich glaube bis 2012 oder 2013, was ja letztlich die Grundlage jetzt auch dafür war, dass hier alle Länder quasi der Welt einheitlich reagiert haben auf diese auf diese Pandemie. Das hätte es früher ja so gar nicht gegeben. Man wundert sich manchmal, wie das ist, aber im Hintergrund, wenn man sich das anschaut, was für Regularien da eigentlich schon in Kraft treten in den einzelnen Ländern, wird es einem klar. Also auch diese ganzen Reisebeschränkungen, das alles, das ist alles angelegt gewesen. Und halt auch, und das ist, glaube ich, essentiell, dass es bei uns halt nicht mehr die fähigen Leute schaffen, Behörden zu führen oder in die STIKO oder wie auch immer, sondern dass es Leute sind, die entweder schon
ja, das Fachwissen gar nicht mehr haben oder halt den Mund halten, also das Rückgrat fehlt. Und dann werden wir als Gesellschaft, eben verlieren wir unser Immunsystem sozusagen gegen solche Angriffe. Ja. Ja. Das ist schon, das, also für mich ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wie kriegen wir wieder, sage ich mal, anständige Fachkompetenz in die Institutionen. Das wäre fast sogar das Wichtigste, weil die würden uns davor schützen, aber offensichtlich eben nicht mehr. Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie definiert man eigentlich gute Wissenschaft? Ja, und wenn man gute Wissenschaft so definiert, dass am Ende die Industrie zufrieden ist und das herauskommt, was herauskommen soll, dann werden kritische Geister, Leute, die das Ganze skeptisch betrachten oder die andere Ideen haben, werden da nicht viel zu sagen haben, weil Oder sie von einfach nicht YouTube, oder gefördert von werden. YouTube gesperrt. Ja, oder werden gleich von YouTube gesperrt. Ja. Genau. Wie ist eigentlich jetzt die Situation? Also wir sind ja offensichtlich wieder online, aber wir sind jetzt unter Verdacht. Genau, also wir waren jetzt letzte Woche, waren wir nur politisch und haben gesagt, das ist kein Problem, wenn wir politisch sind. Es gibt noch keinen Paragraphen, keine Community-Richtlinie für politische Fehlinformationen. Deshalb hat man uns letzte Woche nicht gesperrt. Wobei, um das nochmal zu sagen, auch vor 2 Wochen die Sperrung war natürlich Willkür, reine Natürlich, Willkür. reine Aber wir Willkür. haben es ja gesagt, wir haben 2 inhaltsidentische Videos hochgeladen, einmal mit einer Kameraperspektive und einmal mit 3 verschiedenen Kameraperspektiven. Und die Version mit den 3 verschiedenen Kameraperspektiven wurde gesperrt oder blieb gesperrt, während die andere keine zu beanstandenden Inhalte hatte. Also wir hatten keine wirklichen Fehlinformationen drin, das musste sogar YouTube eingestehen. Aber sie haben uns trotzdem ein Video gesperrt, wir sind verwarnt. Das Problem ist, wenn man mehrfach verwarnt wird, also man kann dann nichts mehr hochladen, wir konnten eine Woche lang nichts hochladen, beim zweiten Mal dauert es noch länger und beim dritten Mal wird der Kanal gelöscht. Der Stand momentan ist, wir sind wieder frei, weil wir hatten nur diese eine Verwarnung. Wir können also jetzt wieder hochladen. Wir jetzt mal versuchen, unser Glück am Mittwoch mit also dieses Video auch wieder hochzuladen. Da müssen wir sehen. Aber wir werden uns juristisch dagegen natürlich wehren. Weil ich denke, es ist wichtig für die Zukunft auch, dass juristisch hier Klarheit geschaffen wird, dass wir uns nicht zum Spielball oder einfach, dass YouTube merkt, sie können mit uns nicht alles machen. Das wäre uns schon wichtig, dass wir ganz klipp und klar sagen, wir haben alles fachlich abgesichert, alles, was wir hier erzählen, entspricht der Wissenschaftslage, wie man sie auch dokumentieren kann. Sind völlig Und es sind legitime völlig legitime Diskussionen. Diskussionsthemen, die wir hier besprechen. Und man sieht, das Einzige, was YouTube hat, ist Willkür und damit wollen wir uns nicht abfinden. Ja. Was ist dir noch aufgefallen die Woche? Ich würde gerne noch einmal Ja. ganz kurz auf diese IGG4-Geschichte Also, zurückkommen machen wir. und dann machen wir das andere Thema. Was ich so interessant finde eigentlich, wir haben es jetzt gesagt, es kommt darauf an, welchen Impfstoff man hat, ob man eine Infektion vor der Impfung hatte oder hinterher. Das sind alles Faktoren, die letztlich die Reaktion unseres Immunsystems dramatisch beeinflussen. Wir wissen, die Konsequenzen wissen wir nicht, aber die Kombination, wann welchen Impfstoff, in welcher Reihenfolge, wann wer wie immun war, das spielt offensichtlich alles damit rein, wie unser Körper, wie unser Immunsystem damit umgeht und letztlich eine Immunität entwickelt. Und das sind alles Dinge, die fallen uns jetzt auf, ja, 2, 3 Jahre, nachdem wir, ich glaube, insgesamt 13,5 Milliarden Impfdosen auf der Welt verspritzt haben, müssen wir jetzt darüber diskutieren, dass wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was diese unterschiedlichen Impfstoffe in den unterschiedlichen Menschen mit diesen unterschiedlichen Vorbedingungen eigentlich machen. Und das, du hast vorhin gesagt, Israel war ein großes Versuchslabor, ja, ist schlimm, aber die ganze Welt ist eigentlich ein riesiges Versuchslabor. Das sind Bedingungen. Wir wissen so wenig über die einzelnen Parameter, mit denen wir hier gespielt haben, die wir hier willkürlich eingesetzt haben. Ich erinnere mich daran, Jens Spahn hat am Ende erklärt, in welchen Abständen man welche Impfstoffe Ja. nacheinander verspritzen soll. Jens Spahn, ja, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, Bankkaufmann gewesen oder sowas. Ja, da Also ist der wir, Inbegriff der ja, Glaubwürdigkeit, ja. also das ist eigentlich so furchtbar, dass ich gar nicht verstehe, jeder Arzt und jeder Wissenschaftler, Er müsste eigentlich erschüttert sein von dem Zustand, in dem die Immunologie, die Impfstoffforschung oder die Medizin momentan ist, wenn man sich das anschaut. Ja, also mir berichten ja Patienten immer wieder entsetzt, dass andere Ärzte immer noch zur Impfung drängen, mit die offensichtlich die letzten 2 Jahre nicht mitbekommen haben. Also es ist wirklich verrückt. Also ich habe wirklich Patienten, die sind vollkommen erschüttert und haben kein Vertrauen mehr zu ihren Ärzten, obwohl sie die schon lange kennen. Also wow.
Aber man sieht es ja, Karl Lauterbach hat ja jetzt, er ist ja sehr enttäuscht, von, gerade von der vulnerablen Gruppe. Die Impfstoffe sind Ladenhüter. Ja? Also keiner will es mehr. Es ist die Bereitschaft, sich jetzt nochmal impfen zu lassen, ist in der Bevölkerung quasi auf dem Nullpunkt angelangt. Mhm. Trotzdem, das Bundesministerium für Gesundheit, wie auch einzelne Hausärzteverbände, ja, raten, fordern auf, dass man sich impfen lässt. Aber die Patienten oder die Menschen wollen es nicht mehr. Und man vergisst es immer wieder, weil es so unwirklich erscheint, es gibt immer noch die Impfpflicht bei der Bundeswehr. Also das ist immer noch, wer eine mRNA-Impfung ablehnt, macht eine Befehlsverweigerung und mit entsprechenden dienstrechtlichen Konsequenzen. Also es ist unfassbar. Bundeswehr. Das es gibt noch die Impfpflicht. Ja, weißt du, was es bei der Bundeswehr bei gibt? Ich habe es auch gelesen. Ja, jetzt sehen wir, das ist genau. Also die Bundeswehr will ihren Speiseplan für die Soldaten überdenken und Rindfleisch soll es in Zukunft nicht mehr geben. Ne? Also es soll mehr Fleischersatzprodukte geben. Das ist zum einen eine Kostenfrage anscheinend, und zum anderen eine Anpassung an veränderte Ernährungsgewohnheiten. Und Kritiker würden sagen, es ist vielleicht auch eine Art von Erziehung der Soldaten zu einer anderen Art, sich zu ernähren. Ja, das ist auch wichtig. Ich meine, jetzt sind die Panzersitze ja schon an die Bedürfnisse von Schwangeren angepasst worden. Fleischersatzprodukte sind natürlich extrem wichtig für eine schlagkräftige Armee. Ich denke da zum Beispiel an Seitan. Mhm. Mhm. Ja, Seitan ist ja im Prinzip pures Gluten. Das sind Abfallprodukte aus der Traubenzuckerherstellung, wo ich ja nur die Kohlenhydrate brauche aus dem Getreide, oder Farbenherstellung. Mhm. Die brauchen auch die Kohlenhydrate aus dem Getreide, da fällt dann auch das Eiweiß, also das Gluten, als Abfall an. Das muss ich ja dann weiterverarbeiten, man wirft ja nichts weg. Und das nennt man dann Seitan, wo kommt das rein? In die veganen Würstchen als Eiweißquelle. Das Problem ist nur, Gluten ist ja wichtig für die Formung des Teigs. Also ohne Gluten würden wir Getreidebrei essen, maximal. Aber es ist schwer verdaulich. Es gibt ja auch die entsprechende Erkrankung, die Zöliakie oder die Spru. Und Gluten vertragen viele Menschen nicht so gut. Bei der indirekten Teigführung, wenn ich Brot backe, traditionell, wird es aber inaktiviert. Das heißt, das vertrage ich dann besser. Bei Seitan, im Fleischersatz, kommt das pure aktive Gluten rein. Ja, da gibt es im Panzer dann dicke Luft. Ja. Kann auch zu Problemen führen, vielleicht, ja. Also, das ist wieder halt ein Irrsinn. Also, die armen Soldaten, da würde ich mir im Moment dreimal überlegen, mich da zu verpflichten. Also, ich werde gesundheitlichen Risiken ausgesetzt, bis hin, was ich als Verbrechen einstufe. Sie werden erzogen beim Essen, sollen also quasi nicht ihrer Natur gemäß essen, sondern unnatürlich. Mhm. Ja, das ist nichts gegen Vegetarier. Vegetarier sind, viele Menschen mögen kein Fleisch, und das ist ja völlig richtig dann, auch wenn sie keines mögen. Aber für viele Menschen ist Fleisch halt eine wunderbare Energiequelle. Und wird dann jetzt auch noch genommen. Was ist das Nächste dann? Also das ist, da wird übrigens auch Obst gestrichen. Ich habe der Bundeswehr wird auch das Obst gestrichen. Ja, oder so Solarzellen auf die Panzer oder so. Das wäre super, ja. Ja, wäre doch was. Also ich oute mich jetzt mal, ich bin selber auch Vegetarier, ich bin schon sehr lange Vegetarier. Und ich habe es tatsächlich geschafft, jetzt schon seit über 30 Jahren Vegetarier zu sein und habe noch nie versucht, jemanden zu missionieren. Ja, also ich habe das für mich entschieden. Ich denke, es ist eine Entscheidung, die jeder für sich treffen soll. Ja. Und ich stimme dir vollkommen zu. Ich meine, der menschliche Organismus ist nun mal auch schon darauf ausgelegt, Fleisch zu essen. Das ist, also das tierisches Eiweiß. Tierisches Eiweiß zu essen, das ist vernünftig. Das hat sich das ist auch bei der Kinderentwicklung wohl, wenn ich also den entsprechenden Fachleuten glauben soll, eine sinnvolle Sache, weil du halt bestimmte Inhaltsstoffe schon auch brauchst, ja, für die Kindwerdung. Und deswegen ist der Vegetarier, der aber Ei isst oder Milchprodukte, hat da in keiner Weise einen Mangel. Mhm. Also der Veganismus ist das Problem. Was mit Insekten? Oh. Ach Gott, man sieht ja deutlich, dass, sagen wir, bei uns natürlich ist das ein Ekelfaktor. Mhm. Ja, wir ekeln uns davor, und der Ekel ist ja grundsätzlich mal auch eine sinnvolle Sache. Ja, weil etwas, wo ich schlechte Erfahrung mitgemacht habe, wo ich also Brechdurchfall bekommen habe, darauf entwickle ich dann auch einen Ekel oder so. Mhm.
Bei mir ist zum Beispiel das leider die Merguez-Bratwurst, also die Lammbratwurst, weil da ging es mir mal so schlecht im Urlaub danach, dass ich die nicht mehr essen kann. Obwohl sie vielleicht nur die eine Wurst es war, die halt irgendwie mit irgendwelchen Bakterien verseucht war. Insekten sind bei uns nicht üblich, aber in anderen Ländern gehören sie ganz normal auf den Speiseplan. Also so in tropischen Ländern sind die Insekten, wenn auf dem Markt verkauft, werden gegessen. Ich glaube, man sollte den Speiseplan den Länder entwickeln, also einfach immer mehr betrachten anhand der Klimazonen. Ja, was ist möglich? Und da ist zum Beispiel, je nördlicher ich gehe, desto schwerer wird es eben auch Getreide anzubauen. Und da ist eben die Großtierzucht das, wo am ertragreichsten ist. Ich kann eben auch auf Alpen, Wiesen, kann ich keinen Weizen pflanzen, aber ich kann Tiere eben züchten. Und wenn ich jetzt Insekten züchten will, brauche ich halt subtropisches Klima oder tropisches Klima. Und das haben wir hier nicht. Und deswegen gibt es hier eigentlich keine Insekten auf dem Markt, also keine nahrhaften. Wenn ich sie dann hier künstlich züchten müsste, habe ich mir mal ausrechnen lassen, dass dann die Energiebilanz aber ganz, ganz schlecht wäre. Ja. Ich brauche viel, viel Energie, um Insekten hier in essbarer Menge zu züchten. Also es ist, Insekten als Nahrungsquelle hier in unseren Breiten sind unsinnig. Das wird aber in den Kalkulationen, wenn uns erklärt wird, das wäre umweltfreundlicher, es würde weniger, auch weniger landwirtschaftliche Fläche verbrauchen, damit zum Beispiel Mehlwürmer oder Grillen oder so als Nahrungsmittel produziert, das wäre günstig. Aber da werden solche energetischen, die werden nicht mit einberechnet. Nein, das sind immer sogenannte Milchmädchenrechnungen. Ja. Nein, weil die, also gut, ich meine, da muss jetzt auch passen. Da müssen wir jetzt Agronomen sprechen, die wirklich Ahnung haben. Aber ich bin ja im Vorstand des Europäischen Instituts für Lebensmittel und Ernährungswissenschaften. Ja, das ist ein sehr, sehr kompetenter Verein, mit wo Udo Pollmer, der Lebensmittelchemiker zum Beispiel, dabei ist, oder Tierärzte oder eben auch Agronomen. Und die kennen sich ganz hervorragend mit diesen Themen aus. Und die sagen mir, also hier wäre die Energiebilanz einfach verheerend, wenn wir jetzt anfangen würden, hier im großen Stil essbare Insekten zu züchten. Und es ist völlig. Und dann importieren wir die Sachen aus Thailand oder sonst woher. Also dieses Insektenpulver. Und da weiß nun wirklich kein Mensch, was da drin ist. Ja. Das stimmt. Und es ist aber auch gerade in den Ländern, von denen du sprichst, also wo die Temperaturen höher sind und wo Insekten zum Speiseplan dazugehören, da ist es meines Wissens so, das ist immer eine Ergänzung. Ja? Also das ist nicht die Hauptnahrungsquelle für die Bevölkerung dort, sondern das ist mal hier, es ist eigentlich in der Regel auch Wildfang. Also es wird nicht groß gezüchtet, sondern das ist das, was halt dort genau, in der Wildnis da gibt es die halt auch in großer Zahl. Und da gibt es die ohnehin und die landen dann auch mal auf dem Speiseplan. Und sind auch ein bisschen größer bei uns, genau. Ja, genau. Und dann muss man natürlich was ist eigentlich drin? Also es wird ja propagiert, das muss man sagen. Es wird ja von der Regierung, von den Regierungen, es wird auch von den Medien propagiert, dass es eine Ernährungsmöglichkeit für die Zukunft wäre, dass es nicht nur umweltfreundlich wäre, mehr Nachhaltigkeit versprechen würde, sondern dass es auch gesund sei. Und das ist so eine Frage, also ich habe auch selber schon Studien dazu gelesen, die Zusammensetzung, ja, was braucht man, also Aminosäuren, essentielle Aminosäuren, Mineralstoffe und sowas, was ist da eigentlich drin? Und das ist hochvariabel. Das hängt natürlich sehr von der Spezies ab, die man benutzt, welche Grillensorte man zum Beispiel isst. Das hängt aber auch sehr davon ab, wie rein diese Kulturen dann sind. Weil das ist natürlich auch klar, wenn ich sowas züchte, dann kann das auch immer kontaminiert sein. Dann können auch immer andere Spezies mit reingeraten oder es kann auch kontaminiert sein mit Krankheitserregern. Das kommt ja am Ende in die Suppe alles mit rein. Und es hängt sehr stark davon ab, jetzt mal unabhängig von der Energie, die man reinsteckt, von der Nahrung, die man reinsteckt. Denn auch die Insekten müssen natürlich ernährt werden. Und da ist es wohl auch so, dass je höher die Qualität der Nahrungsmittel, je reiner die Qualität der Nahrungsmittel ist, desto besser ist auch der Output, desto besser ist das, was man letztlich kalorisch, aber auch an wesentlichen Mineralstoffen, Energiequellen wirklich rausbekommt. Genau. Also jeder Wissenschaftler, speziell Ernährungswissenschaftler, der beim Thema Ernährung das Wort Gesundheit erwähnt, sollte eine Woche lang oder sagen wir mal ein halbes Jahr eingesperrt werden bei Schrot und Korn, Vollkornmüsli und fettarmem Joghurt. Also das Wort Gesundheit ist verbrannt. Ja, die Behauptung von einer gesunden Ernährung ist so daneben, ist so widerlegt, wie es nur widerlegt werden kann. Diese ganzen Studien taugen nichts.
Aber sie dominieren gerade wieder die Öffentlichkeit, weil angeblich irgendwelche Studien irgendwas zeigen. Sie zeigen gar nichts. Die ganzen Mortalitätsdaten, die ganzen Krankheitsdaten im Bereich der gesunden Ernährung, das geht auf das Hornberger Schießen, da bleibt nichts übrig. Das sind wirklich fast vergewaltigte Studien, ich kann es nicht anders nennen, um da das rauszupressen, dass da irgendein Prozentsatz an weniger Dickdarmkrebs oder was übrig bleibt. Wenn man das jetzt anschaut, das ist so dilettantisch, dass einem da mir fast schon die Worte fehlen. Das ist auch eben ein Thema unseres Instituts, was ich gerade erwähnt habe, dass wir diese Studien seit jetzt 40 Jahren, ja, geht das jetzt schon, Udo Pollmer schon sehr lange, als das entlarven, was sie sind, das ist totaler Bullshit. Aber es ist halt religiös. Es wird quasi behauptet, eine gesunde Ernährung, die hat immer mit Verzicht zu tun. Ja, die ist immer genussfeindlich. Und damit deutet sich schon an, was es geht. Es geht um Religion. Es geht darum, quasi eine Hölle vorzuzeichnen. Wenn du das so isst und dir es gut gehen lässt, dann kommst du in die Hölle des Herzinfarkts und des Schlaganfalls. Mhm. Und wenn wir dir den reinen Weg vorweisen, dann kommst du in das Paradies des ewigen Lebens. Und das ist alles Bullshit. Also von der Wortwahl bin ich da auch eindeutig, weil ich kenne das sehr, sehr gut. Ich habe da einige Bücher dazu geschrieben. Es ist wirklich hanebüchend. Und jetzt, wenn ihr sagt, die Insektenernährung sei gesünder, hallo. Und da kommt dann noch was dazu. Ja, Lebensmittelchemiker sind Naturwissenschaftler. Ja, die können mit Analysegeräten umgehen. Und wenn die dann solche Spurenelemente messen oder Vitamine messen in irgendwelch ein Produkt, dann wissen die genau, wie viele Fehlerquellen es da gibt. Dann wissen die genau, wie schwierig es ist, überhaupt Geräte zu eichen, dass sie das messen. Ja? Und die Tabellen sind mit Vorsicht zu genießen. Und dann kommen die Ernährungswissenschaftler und behaupten einfach, die Tabellen sind die Wirklichkeit und errechnen dann den Vitamin-C-Gehalt von einem Kilo Bohnen. Die haben keinen blassen Schimmer von Analytik. Mhm. Also das ist alles Quatsch. Und also die Ernährungswissenschaft gehört schlichtweg abgeschafft und was ganz Neues entwickelt, weil so funktioniert es nicht. Auch an dieser Stelle, auch bei der Hinweis, also wir brauchen wirklich so ein Moratorium von Moral und Gesundheit, ja, zugunsten des Einsatzes des Wortes Qualität. Ja, und es ist doch ganz klar, die Tierhaltung, je qualitativ höherwertig die Tierhaltung ist oder generell auch die Landwirtschaft, desto bessere Produkte entstehen. Desto besser schone ich die Natur und desto tiergemäßer werde ich die Haltung machen, weil das Produkt ist dann auch besser. Ja, das 1-Euro-Hühnchen hat halt nur Exkremente aus tropischen Ländern als Tierfutter importiert bekommen. So schmeckt es dann aber halt auch. Und das hat alles wenig mit Gesundheit zu tun, das hat was mit Genuss zu tun und Qualität und Verantwortung. Jetzt habe ich wieder so ein Statement losgelassen, aber bei Ernährung bin ich ganz dünnhäutig, weil dieser Quatsch, den wir da seit Jahrzehnten hören und die fehlende Datenlage dazu ist einfach wirklich, also ist grandios. Und wenn jemand was gegen Massentierhaltung hat, ja, dann kann er eigentlich nicht guten Gewissens für eine Insektenernährung sein. Das ist ja Massentierhaltung hoch 10. Ja? Aber guck mal, Kai, die meisten, die hier irgendwas sagen von Massentierhaltung oder Tierhaltung, waren noch nie in einem Stall. Ja, ja. Die wissen noch gar nicht, wie heute Massentierstelle von Großvieh aussieht. Ja. Das ist super. Die Tiere können sich bewegen, die können ins Freie, wann sie wollen. Das ist Massentierhaltung. Und da hat man noch neulich auch, ich habe schon mal erwähnt, glaube ich, eine Untersuchung gemacht. Man hat mal geschaut, wie bewegen sich diese Tiere dann eigentlich. Die sind mitnichten ständig im Freien. Die stehen die allermeiste Zeit im Stall und gehen nachts eher mal kurz raus. Ja, also Massentierhaltung von Großtier. Haltung ist wirklich, also da kann man Tierquälerei, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Tierquälerei war eher ein Problem gewesen, als es den Menschen nicht gut ging. Ja, als die Menschen keine Ressourcen hatten. Wie im Winter, die Kleinbauern, ja, die haben halt dann im Winter unten im Keller das Großvieh eingesperrt, angekettet, damit oben die Stube von der Wärme noch geheizt wurde. Ja, aber unten ging es den Tieren ganz schlecht. Also nein, die meisten, die heute irgendwas über Tierhaltung erzählen, haben keine Ahnung davon. Und
Zum Beispiel Ernährungswissenschaftler. Ja, also wir brauchen eigentlich keine Ernährungswissenschaftler, wir brauchen eine gute Intuition und du hast vorhin gesagt, Ekel als Schutz. Also ich ekel mich auch vor bestimmten Dingen, die mich krank machen. Ich ekel mich auch vor manchen Insekten, das hat vielleicht auch seinen Grund. Also Ekel in gewisser Weise auch so eine Art intuitives Verständnis von Mikrobiologie. Ja? Ich ekel mich auch zum Beispiel vor was Ekligem, was anderes berührt hat. Das ist für mich dann auch schon ekelhaft. Also da kommt vielleicht schon auch so ein bisschen der Gedanke oder der Vorgedanke. Wir wissen nichts von Bakterien, wir wissen nichts von Erregern, aber alleine wenn was möglicherweise kontaminiert ist, was anderes berührt hat, dann ist das für uns in gewisser Weise unrein. Bei Insekten, glaube ich, hat sich das auch rausentwickelt. Wenn wir kennen die Keimbelastung, die Belastung mit Pilzen, mit Bakterien, Parasiten auf Insekten, die ist recht hoch. Und wenn man sich jetzt mal so ein Kilo Rindfleisch anschaut und vergleicht ein Kilo Grillenfleisch, ja, dann haben wir eine komplett andere Zusammensetzung. Weil wir haben eine viel größere Oberfläche auch bei den Grillen. Das sind ja lauter kleine Tiere, die alle eine Oberfläche haben. Die natürlich ständig der Außenwelt ausgesetzt ist. Das heißt, ich muss in den Zuchtbedingungen, in den Wachstumsbedingungen, da muss ich dafür sorgen, dass das komplett keimfrei ist, was mir wahrscheinlich nicht gelingen wird ohne Chemie. Und wenn es nicht keimfrei ist, dann habe ich eine viel größere Angriffsmöglichkeit für alles, was an Bakterien, an Erregern durch die Welt fliegt, kann sich da draufsetzen und das habe ich am Ende auch mit drin. Beim Rindfleisch, beim Schwein ist das eine andere Situation, weil hier habe ich den Organismus an sich mit einem funktionierenden Immunsystem, jetzt spreche ich hier wieder als Immunologe, ja, der das Fleisch im Körper des Tieres schützt. Also auch hier wird quasi das vom Tier selbst gemacht, was ich bei der Insektenernährung künstlich über Chemie oder von außen zugeben muss, nämlich die Sterilität. Das habe ich beim Fleisch von einem Säugetier, von einem großen Säugetier viel eher. Also ich denke hier, der Ekel, den wir vor Insekten entwickelt haben, das ist wirklich so eine Art intuitives Gefühl für mikrobiologische Unreinheit, auf das wir in dem Zusammenhang vielleicht auch eher hören sollten, als auf irgendwelche Ernährungsexperten, die von irgendwelchen Forschungsprojekten bezahlt werden, die im Auftrag der Regierung vergeben werden. Ja, also es ist natürlich völlig legitim, sich über solche Dinge Gedanken zu machen, auch zu überlegen, könnte es unter bestimmten Umständen eine sinnvolle Sache sein. Und wenn das dann auch gute Produkte sind, dann würden Leute, die von Kindheit daran gewöhnt werden, auch den Ekel verlieren. Mhm. Ja, das bin ich sicher. Die Frage ist nur, ist das wird das diskutiert unter dem Begriff Fachwissen, Sinnhaftigkeit oder unter dem Stichwort Ideologie? Sind wir da am Punkt. Und ich glaube eben, dass auch bei der Ernährung, wie bei vielen anderen Sachen, ein Anschlag auf unsere normale, im Westen etablierte Lebensweise gemacht wird. Also ob es von der Familie ist, vom bürgerlichen Essen, von allem, das wird alles madig gemacht, um quasi den Leuten zu erzählen, das, was eure Traditionen sind, ist nichts wert. Das muss sich ändern, ihr zerstört die Welt. Und das ist ja eine Idee, die kommt so aus dem 18. Jahrhundert, der Mensch als Schädling des Planeten. So eine Art Opferkult. Und ich kann mich dann als hoher Priester etablieren und kann dann entsprechende Institutionen hochziehen, was wir ja gerade erleben. Also deswegen bin ich da schon vielleicht ein bisschen zu sensibel geworden. Aber diese Art von Diskussion haben für mich nie einen fachlichen Hintergrund. Da geht es eigentlich darum, Tradition zu zerstören. Ganz genau, darum geht es. Es gab jetzt gerade wieder eine Studie zu dem Thema. In mehreren europäischen Ländern wurden die Menschen gefragt. Ich glaube, es waren pro Land immer nur 500 Leute, also nicht so wahnsinnig große Stichproben, ob sie bereit wären, Insekten zu essen, ja, ob sie das als Nahrungsbestandteil akzeptieren würden. Und das ist interessant, das ist in den Ländern unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel ungefähr 50% gehören zu den sogenannten Never-Takers. Das sind die, würden sagen von sich, würden sie niemals machen. Ja? Aber die Studie hat auch gleichzeitig noch untersucht, welche Möglichkeiten man hat, die Leute zu überreden. Also sie haben gleich mal getestet, was am besten zieht, um Leute, die eigentlich dagegen sind, doch dazu zu bringen, am Ende Fleisch zu essen. Und das Argument, was mit am meisten gezogen hat, war natürlich das Nachhaltigkeits-, das Umweltargument. Am Ende dann Insekten zu essen, ja. Genau, also das ist letztlich, also darum geht es. Es geht darum, uns umzuerziehen. Es geht darum, uns gegen unsere eigenen Überzeugungen oder gegen unseren Willen irgendwie vielleicht auch ein schlechtes Gewissen einzureden, uns ein moralisches Verhalten aufzuoktroyieren, was definiert wird von wem auch immer. Das sind wir halt beim sogenannten Nudging, also Menschen dazu zu drängen, zu einem Verhalten, was sie eigentlich gar nicht wollen, weil es aber besser ist für sie.
Und dieses Nudging hat ja ganz Hochkonjunktur. Also da gibt es schon Lehrstühle und wird man belohnt, wenn man da entsprechend forscht. Jetzt fällt mir der Name nicht ein von der Dame in Erfurt in dem Institut. Also das ist schon, das greift schon krass um sich. Wobei man eins sagen muss, wir alle haben schon viele Insekten gegessen in Form von Mehlwürmern im gemahlenen Mehl. Also da mache ich mir keine Illusionen. Da war schon nicht nur die ein oder andere Mehlwurm dabei, sondern viele. Honig ist ein Insektenprodukt. Ne? Also so abwegig ist es auch für uns im Prinzip nicht. Aber nee, also auf dem Teller grillen werde ich mich auch in Zukunft nicht freuen. Also du bleibst ein Never-Taker. Ich denke ich auch. Ich bin ja auch Vegetarier. Für mich ist das jetzt auch keine Option, auf Insekten umzusteigen. Bleiben wir bei dem, was wir bisher gewohnt sind. Genau. Gut, ich glaube, wir sind schon wieder am Ende. Das ging heute sehr schnell. Eine Sache, aber hast du es gelesen? Ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich fand das aber sehr spannend. Stand das sogar in der Welt oder sogar im Sternspiegel? Ich weiß es nicht. Es gab eine Umfrage, dass 2/3 der Deutschen wollen, dass die Verantwortlichen der Corona-Krise juristisch belangt werden. Das habe ich nicht gelesen. Doch, es gibt echt? Das. Ach, aha. Das schauen wir uns fürs nächste Mal das an. Das gucken wir uns an. Das finde ich nämlich klasse. Ja, auf jeden Fall. Gut. Genau. Die Presse fand es natürlich gar nicht gut. Mhm. Warum wohl? Da reden wir nächstes Mal drüber. Reden wir nächste Woche drüber, wenn wir es nächste Woche schaffen. Richtig. Nächste Woche sind wir nämlich in Berlin. Du hast da was zu tun. In Berlin gibt es im Deutschen Bundestag ein riesengroßes Corona-Symposium mit fantastischen Leuten, Experten, die wirklich auch bewiesen haben, dass sie Experten sind. Dieses Forum wird veranstaltet von der AfD. Ich würde zum gleichen Forum gehen, wenn es die FDP, SPD, CDU machen würde im Bundestag, würde ich sofort ebenfalls hingehen. Das wird eine spannende Sache. Und ich muss auch sagen, eine Woche später gibt es etwas kleiner in Form des immerhin im Erfurter Rathaus, diesmal veranstaltet von der Werteunion. Auch da geht es um das Thema Corona. Es ist als Ärztefortbildung auch gedacht. Also es tut sich was und man kommt immer mehr auch in die Zentren rein, in den Bundestag, in die Rathäuser und das ist ein gutes Zeichen. Also das Programm für das kommende Wochenende ist das ja Samstag, Sonntag, ich habe es gelesen, das ist hervorragend, das ist wirklich das Who is Who der Leute, die sich auskennen und die im Widerstand auch aktiv Sachkenntnis beigetragen haben. Ich freue mich drauf, ich werde auch da sein, wir gehen auch hin. Wir werden auch davon berichten, ich weiß gar nicht, ob es einen Livestream oder sowas gibt, aber wir werden auf jeden Fall das auch dokumentieren. Wir müssen schauen. Vielleicht haben wir Gelegenheit, da eine kleine Sprechstunde zu machen, das wäre ja ganz schön. Das wäre schön, weil ich halt dann die Woche drauf bin ich dann eben im Osten auf Tour sozusagen, komme nicht nach Heidelberg zurück. Vielleicht mit Zoom-Schaltung. Mal gucken. Da bist du wo genau? Ich bin richtig. Am Montag, den 13. bin ich in Magdeburg. Mhm. Am nächsten Tag bin ich in Leipzig, dann in Dresden und dann in Weimar. Ja, Mordsprogramm. Ja. Ja, ordentlich. Spannend. Gut. Schauen wir mal, ob wir Zeit finden. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Wir werden auf jeden Fall aus Berlin dann auch berichten. Ich freue mich auf Sie und dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch von meiner Seite.